das internationale Publikum der Paris Fashion Week. An ihren Füßen zeichnet sich ein klarer Trend ab. Sneaker. Kombinierbar mit verschiedenen Looks. Je bunter, desto besser. They got very popular. For example, business Turnschuhe sind einfach sehr angesagt. Es gibt zum Beispiel Geschäftsfrauen, die zum eleganten Kostüm Sneaker tragen, weil sie einfach bequem sind. Mir gefällt es, dass sich Funktionalität und Stil miteinander verbunden haben. Und es macht am meisten Spaß, ein buntes Paar Turnschuhe zu tragen. Mehr als ein elegantes und schickes. It's more fun to wear like colorful sneakers and wear something very like elegant or like chic. Sportswear trifft chic. Das war auch im Januar auf der letzten Haute Couture Show von Chanel zu sehen. Sneaker statt High Heels zum Abendkleid. Eine kleine Sensation. Modejournalist Markus Ebner war bei der Show dabei. Wenn der ultimative Street Look auf dem Haute Couture Laufsteg ankommt, ist was passiert, ist was Großartiges passiert. Das war auch für die Haute Couture gut, ja, die oft, sage ich mal, schwer und heavy ist. Ja. Also, und da kommt man auf jeden Fall, glaube ich, auch an die ausgesprochene Heelträgerin ran, dass sie sich vielleicht denkt, ja, also könnte man vielleicht in die City mal anziehen oder zum Arbeitstag oder so. Vor allem, wenn es dann von Chanel ist, dann ist es auch irgendwie geadelt. In maßgeschneiderten, handgearbeiteten Glitzerturnschuhen aus Spitze, Tweed oder Schlangenleder hüpften die Models des französischen Modehauses locker die Treppe herunter. Bei den Turnschuhen zum Abendkleid hat Karl Lagerfeld wohl an mich gedacht. Wer hätte gedacht, dass man in Haute Couture rennen kann? Wohl nur Karl Lagerfeld. Auch beim Konkurrenten Dior sind exklusive Haute Couture-Sneaker derzeit angesagt. Dior's Designer Raf Simons entwarf für seine eigene Linie übrigens auch Turnschuhe, gemeinsam mit der Sportmarke Adidas. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die Zusammenarbeit von Raf Simons für sein eigenes Label mit Adidas ihn sicherlich dazu inspiriert hat, auch für die Haute Couture bei Dior über Sneaker nachzudenken. Weil wenn man einmal oder zweimal in Herzogenaurach bei Adidas war und dort in der Fabrik auch ein bisschen was gelernt hat und sich mit dem Thema beschäftigt, also ich war nicht überrascht, als ich die Haute Couture Sneaker bei ihm auf dem Dior-Laufsteg gesehen habe. In der tonangebenden Pariser Boutique Colette gehören Turnschuhe momentan zu den meistverkauften Artikeln. Hier findet das modeaffine Publikum originelle Designs in Totenkopf, Comic oder Tennisballoptik. Und die neuesten Designermodelle von Pierre Hardy oder Valentino. Dieses Paar kostet 490 Euro. Vor 30 Jahren waren Turnschuhe noch auf den Sport ausgerichtet. Es ging also darum, dass man in ihnen möglichst gute Leistung erbrachte. Heute ist das anders. Der Turnschuh ist ein Lifestyle-Produkt für den täglichen Gebrauch geworden. Die Ansprüche haben sich geändert. Unseren Kunden ist vor allem wichtig, wie ein Schuh designt ist und was für einen Look er hat. Mann trägt jetzt auch Sneaker. Zu sehen bei den letzten Männermodenschauen in Paris. Ob bei Yoji, Yamamoto, Valentino oder Louis Vuitton. Die Mode wird sportlicher und die Sportschuhe modischer. Die aktuellen Modelle der Sportmarke Nike zeigen sich in Glitzeroptik und mit kompensierten Absätzen. Ganz im Stil der sogenannten Sneaker Wedges, vor einigen Jahren von Designerin Isabelle Maron entworfen. Das war eigentlich die große Revolution. Wann wird der erste Mal der Sneaker auf Heels sein? Ja, oder wie kann ein Sneaker auf Heels aussehen? Dieser Isabel Marant Sneaker ist wahrscheinlich der meistkopierte Sneaker, den es gibt. Also den gibt es jetzt von Nike, von Adidas. Ich sehe den auf der Straße überall. Adidas etwa hat gerade sein Retro-Modell Stan Smith abgewandelt mit Keilabsatz herausgebracht. Beim Konkurrenten Nike sind Neuauflagen der Klassiker wie Air Max oder Blazer Verkaufsschlager. Wer will, kann sich sein Modell individuell gestalten lassen. Darüber hinaus gibt es etliche Sondermodelle. Etwa wie die Fellversion zum chinesischen Jahr des Pferdes. Das Paar kostet rund 140 Euro. Das ist etwas erschwinglicher als die Haute-Couture-Modelle von den Laufstegen.